Also Beeilung. Geht los hier, David. So. Geht los. Genau, ja, geht los. Ja. Genau richtig. Endlich. Battle Royale. Gas nähert gut. Sich deiner Position. Begib dich in die Sicherheitszone. Ja. No. Scheiße, Alter. Ausrüstung markiert. Das gefällt mir. Aus. So. Howdy! Ja. Welcome to COD Warzone. A new round today. Oh Gott. Oh, jetzt vielleicht mal, ey. Ein bisschen, nur ein bisschen. Na, wir spielen natürlich auch sehr offensiv, war die letzten Runden. Mhm. Das ist halt, ich glaube, die perfekte Taktik ist so eine Mischung irgendwie halt. Gucken, ja. Die man kriegen kann, sich holen und die wichtigen Leute halt am Ende dann abknallen. Ja. Oh, hier landet einer unter mir. Warte mal, aber nee, der fliegt weiter. Alles gut. Ich komme zu dir. Ich gehe mal ins Nebenhaus rein. Vorratskiste markiert. Paket sichern. Mann, wo ist denn hier wieder die Tür? Ich habe auch schon mal einen Auftrag aufgenommen. Gut, dann gehen wir erstmal hier hin. Ich hab schon wieder eine Gasmaske gefunden. Oh, läuft bei dir. Okay, nicht schlecht. Oh, ich hab aber. Oh, ich bin aber auch ganz gut ausgestattet, muss ich sagen. In dieses Scheißhaus geht's gar nicht rein, wa? Dann das ich werde mich mal so ein bisschen von der Bewegung her ein bisschen Richtung Plünderungsauftrag begeben. Das würde ich dann mal da looten. Ich komme gleich nach. Ja, alles gut. Ich muss nur noch. Ziele aktualisiert. Weiter zum nächsten Standort. Okay, Panzerungstasche habe ich auch schon. Oh, ja, auch tatsächlich, ja, genau. Hier liegt eine M4. Schlecht. So, ich mach mich los. Ja, dann warte ich hier erstmal noch kurz und dann gehe ich weiter. Kann ich hier schon mal gucken, was hier ist. Moment. Oh nee, die Scheiße. Na geil, die Kiste ist genau hier in den Zelten, oder was? Ja. Oh yes. Krass, das ist hier viel. Den Oktanreich, den willst du nicht haben? Nee. Okay, nee, den hatte ich gerade. Ich wollte jetzt hier was Schalldämpftes noch haben, wisst ihr? Ja. Achso, jetzt habe ich aber, warte mal, dann nehme ich da die P90 wieder mit. Achso, naja, ja. Juti. Meine Güte, noch so eine Weste. Boah, ist hier Kohle drin. Oh, Robert, ja, hier ist gleich ein Einkaufswagen. Wir können uns doch jetzt direkt um das holen. Gibst du mir mal $2,400? Dann hole ich das schon mal. Ja. Achso, ich glaube, ein bisschen viel. Ja, ist egal. Ich hole dich auf. Gibt's. Warte mal. Bleib ruhig hier drin. Gibt's. Genau, ich warte hier. Ich kümmere mich drum. So, 3600. Dann. Gut. Oh, ich hoffe, es bleibt jetzt nirgendwo stecken. Ansonsten können wir da gleich ran. Ja, okay. Sehr gut. Okay, mal. Sehr gut. Grau oder M4? M4. Ich überlege auch gerade. Komm.
Ich nehme mal die mit den Schalldämpfer, die Ausrüstung. Hast du eine Gasmaske? Ja, so. Hast du schon, ne? Genau. Ja, hatte ich vorher schon. Gut, dann können wir ja. Perfekt. So früh schon. Nicht schlecht. Können wir jetzt eigentlich noch ein bisschen Geld holen? Selbstwiederbelebung holen? Ja. Munition ist ja alles voll, Alter. Ich bin komplett voll mit allem. Na, Munition bräuchte ich. Wie viel hast du denn, viel Platten? Eine nur. So. Jo, danke. Okay, $1,400 haben wir noch. Können wir ja erstmal genau gegenüberrennen, würde ich sagen. Ach, hier wurde schon die Napi geknallt, oder? Ach nee, das ist die alte Ausrüstung. Richtig. Scharfschützengewehr mit Schalldämpfer. Der Ozeanograph. Pieler oder Scharfschützengewehr mit Schalldämpfer, Robert? Was sagst du? Ja, habe ich auch gerade überlegt. Also einer sollte es mitnehmen, glaube ich. Willst du die Pieler mitnehmen und den Scharfschützengewehr mit oder willst du das Scharfschützengewehr mitnehmen? Ja, nehme ich das Scharfschützengewehr. Ich habe nämlich keine Pieler. Ich habe nur einen normalen Raketen. Naja, die Pieler würde ich, dann könntest du ja dann vom Boden. Ja, aufnehmen. Stimmt. Die wird ja dann gedroppt, richtig. Ey, wurde gerade einer wiederbelebt, kann das sein? Ja, Schritte. Aber ich musste dich jetzt machen, tut mir leid. Ich weiß, das war nicht clever, ich bin dir direkt hinterhergerannt, weil ich natürlich wusste, dass du dir den. Ich wollte den aber auch. Ja, holen. Tut mir. Ich bin wie in einem Tunnel. Total krass. Ich kann den nicht. Ich wollte den aber auch holen, deswegen bin ich dir auch. Warte mal, Herzschlagsensor 33 Meter vor uns. Richten. 30 Meter von links. Warte mal, jetzt hier nicht irgendwo anders. Wir können auch gucken, dass wir von hinten irgendwie rankommen. Warte kurz. Wo wollen wir ran eigentlich? Rechts. Wollten wir irgendwas machen? Jagen. 21,4 Meter. Ich sag dir, die. Guck mal, ich geh mal hier außen lang. Die sind bei dem Shop gleich. 21 Meter. Da drüben. So, markier mal. Bin unterwegs! Ich hab ihn markiert. Ja, da. Ich sehe den nicht. Ja, der ist in der Hütte drin. Ja, das von hinten kommen. Ah, hier ist er drin. Platziere Claymore! Platziere Sprengsatz! Du erhältst deine Ausrüstungslieferung! Na, ich gehe jetzt von der anderen Seite lang rein. Ja. Das ist doof. Warte. Alter, wo ist er? Hä? Willst du mich verarschen? Hä? Hat er das Spiel verlassen? 22,7 Meter genau vor uns. Genau da durch die Tür raus. Ach, hier rechts. Dann ist er kurz vorher geflüchtet. Trotzdem, wo ist denn der? Ist er rechts. Rechts von uns. Über uns. Keine Ahnung. Ja, über uns, egal. Gut. Dummes Schwein. Hat der das wirklich noch weggeschafft? Ist ja unfassbar. Ist der die Leiter hochgeklettert oder was hier in? Ja, kann nur die Leiter eigentlich hochgeklettert sein, nur anders geht ja nicht. Jetzt kommt er runter, jetzt kommt er bei mir runter. Ja, voll, ich hab den fast. Alter. Wo ist denn der? Auf dem Innenhof oder was? Nee, hier bei der Tankstelle. Nein, das ist nicht sein Ernst. Oh, ich hab ihn, Alter. Der war hier schon wieder auf dem Dach. Wie kommt der so schnell auf die Dächer? Was ist mit dem los mit dem Wichser, ey? Der weiß, wo der langlaufen muss. Definitiv. Und ich werde gesnipert. Ich bin gleich tot. Er kommt hier nicht rüber. Okay, scheiße. Ach, halt die Fresse mit deiner Uhr hier, Mann. Mach den Platte rein, du Arschloch. Mann. Herzschlagsensor sagt erstmal nichts. Ja, ich komme jetzt erstmal zu dir rein. Oh, hier ist eine Platte. Oh, Gottes Willen. Wie viele Platten hast du noch? Eine kann ich mir noch reindrücken und das war's dann erstmal. Warte, wenn hier hast du, ich gebe dir noch zwei hier hin.
Ah, danke. Und seht's ja. Was hat so viel verloren, ey. Krass. Aber du hast ihn auf jeden Fall. Ja, ich hab ihn, ja. Aber unglaublich, wie schnell der das Dach oben war. Ich ja, also einmal um die manche, Tankstelle manche rum. Können sich halt gut also die wissen halt genau gleich, wo lang geht. Das ist halt dann immer belastend. Oh, krass. Aber gut. Feindliche Drohne über uns. Du wirst von einem. Ja, da sei vorsichtig. Verfolgt. Aus der Richtung wurde ich besnipert. Mhm. Wir werden verfolgt. Okay, wir werden, oder du, besser gesagt, wirst verfolgt. Ich werde verfolgt, ja. Oh, da vorne ist ein Truck, Robert. Da vorne ist die Feuerwehrstation. Ja. Ich würde ja fast den Truck nehmen. Wie weit ist denn der weg? Hier ist ein Jeep, auch hier vorne. Mhm. Aber Truck ist sicherer. Ohne Frage. Wir können natürlich auf Adjans. Ja, nee, wir können uns hier nicht verstecken. Man sieht dich ja. Mhm. Oder bei der... Ja, noch ist gelb. Da ist einer. Du hast was halt markiert. Ja, genau, von da wurde ich geschossen. Ja, da oben. Da sind drei. Einer ist runtergesprungen. Die sind alle drei runtergesprungen. Hm. Die Penner. Wir sind so ziemlich in der Mitte von dem ganzen Kreis, Scheiß. Ja, deswegen, wir müssen eigentlich nicht viel machen. Mir fehlen halt die Platten jetzt und eine Wiederbelebung, eine Selbstwiederbelebung. Du kannst zu dem Einkaufswagen, wir können noch zum Einkaufswagen gehen, lass uns doch zum Einkaufswagen gehen, dann holst du dir erstmal Platten. Ja. Ja. Genau, Platten. Punkt. Hier geht's rüber. Bedrohung 2. Ich hau mal ein bisschen, ich geh mal ein bisschen weg von dir, ja, wie immer. Hm. Geh du einfach mal woanders. Dann hab ich mir geholt. Hier ist eine Claymore. Robert, du bist genau bei mir jetzt drinne. Ja, ich weiß, ist jetzt egal, jetzt kann ich nicht mehr weg, die sind schon hier. Hm. Aber so hätten wir doch beide Türen im Visier gehabt hier. Ja, aber wenn die... Jetzt ist rot. Einer ist down. Wo sind sie denn? Ich hab keine Ahnung. Einen hab ich. Denke mal, der war nicht alleine. Ah, der Herzschlagsensor sagt gar nichts. Bei mir auch nicht. Ich traue mich jetzt hier auch nicht, wo ich den getötet habe, ehrlich gesagt, so richtig lang zu gehen, weil ich Angst habe, dass der andere da noch ist. Nee, auf keinen Fall. Du hast die feindlichen Verfolger abgehängt. Hier ist noch eine Gasmaske. Scheiße! Weg! Nee, ja, Robert, warte draußen. Ah ja. Ich muss mir erst noch Platten anlegen. Ja, ich versuche hier wegzuhalten. Die können auch hinter uns kommen. Du musst auf jeden Fall den hinteren Ausgang sichern. Ja, hab ich. Gut. Robert. Scheiße, ey. Aber haben auch Geist. Alles gut, alles gut gegangen. Feindliche Drohne über uns. Ich wollte deine Jäger halt von hinten überraschen, aber die sind natürlich noch weiter weg gewesen, ey. Dachte, ich stehe vor der Tür, aber nee. Oh, die Flasche ist natürlich unkaputtbar. Genial. Ich habe nur 8 Platten. Wenn du die überstanden ist, dann... Ja, ich habe noch 3. Das geht erstmal alles noch. Da kommt einer. Bei mir sind sie? Ja, bei mir. Ah, hab ich getroffen. Oh, weg. Ja, ich bin weg. Oh. Ich drück mit Platten rein, Deckung. Einer ist tot, einen habe ich. So, ich muss mir auch erstmal... Mach du erstmal deine Platten, dann komme ich. Ja. Okay, einer ist K.O., das dürfte der letzte gewesen sein. Gib ihm den Rest.
Ah, er kriegt weg, vielleicht hat er eine Selbstwiederbelebung. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich drück mir Platten rein, ich komm gleich wieder. Akutsu. Ich wollte nämlich Sprengstoff werfen und hab's auch geworfen. Hab's aber genau gesehen, ne? In dem Moment wirft der andere natürlich auch Sprengstoff, ne? Ist klar. Warum auch nicht? Okay, jetzt können wir, wie viel haben wir? 9000 Euro bräuchten wir, Dollar. Wir haben jetzt 8400, ne? Sonst könnten wir uns zweimal selbst wieder Belebung holen. Übrigens, ich habe auch schon 2 Kills. Ja, sehr gut. Na, diesmal lief es auch besser. Jetzt hast du getroffen, auf jeden Fall. Ich nehme mal die Drohne. Haben die keine Granaten und nichts dabei, ey? Kettenwerfer, Händewerfer, Herzschlagsensor. Haben wir. Gasmaske habe ich. Grau. Was hat denn der für eine graue Waffe? Oh, nicht verkehrt. Auch mit Schalldämpfer. Hm. Healer oder Grau als Zweitwaffe? Hast du eine Tür aufgemacht? Ich war's, ja. Hinter uns die Tür habe ich zugemacht, erstmal. Grau, ja, hatte ich auch gesehen und überlegt, ob ich die mitnehme, aber. Ich habe 7 Schuss mit dem. Und im Notfall kann ich das auch so abschießen. Eigentlich können wir genau hier bleiben, wo wir sind. Beziehungsweise ein bisschen Geld wäre halt cool. Über uns. Hier werden Gegner angezeigt. Ah. Achtung, bei mir ist gleich einer. Ja. Irgendwer war schon hier. Oh, das dauert aber lange. Ein Geist. Oh, ich hab ihn auf jeden Fall. Ein bisschen weiter vorne an der Ecke. Wow, oh, wow, komm zu mir. Ja, ich hoffe, ich schaffe es noch. Ich muss bis jetzt drin. Jetzt muss ich mich wiederbeleben, sonst kommen die. Die kommen, die kommen, die kommen. Ich hab dich. Drück die Platten rein, du alle mal holen sollen. Einen hab ich, einen. Da wird noch einer kommen. Da kommt ein Auto zu dem Shop. Neue Sicherheitszone gefunden. Warte mal, Herzschlagsensor schlägt aus. 48 Meter, ne, das kann ja nicht sein. Warte, ich mach jetzt einfach mal eine Drohne. Jetzt sehen wir, wo sie sind. Oh. Oben auf der Karte, Robert. Ja. Alter, guck oben auf dem Dach. Oben auf dem Dach und also unten hier. Zum Shop dürfen wir auf gar keinen Fall. Jemand soll gucken. Kriegen die uns vom Dach. Die Typen. Ich glaube es nicht. Ich lade immer nach, richtig? Ich lade immer nach. Außer jetzt. Oh, da vorne ist halt riskant, wenn die, sobald die mit Raketen hier reinschießen, ist halt vorbei, ne? Richtig, ich habe eine Claymore dahingestellt, wenn die da reinkommen. Okay, du, wenn sie jemand, du mal hinter den Tresen, Robert, nicht bei mir. Nicht bei mir, oder ich hier hinter den Tresen. Mir egal. Nee, nee, ich mach schon. Die linke Tür ist auch mit einer Claymore abgesichert. Ja, das die habe ich besser im Blick als die hier vorne. Ja. Die rechte Claymore hier in dem schmalen Gang ist eigentlich so platziert, dass die die erst sehen, wenn sie um der Ecke sind. Und da könnte es schon zu spät sein. 41 Meter immer noch Richtung, die sind immer oben auf dem Dach noch. 100 pro Richtung Nord-Nordost. Ich glaube, hier kommt einer. Ja. Ich glaube, hier das kommt einer. Der ist nicht weit weg, zumindest. Das werden die Leute sein, die holen sich die vom Shop weg. Mhm. Wir müssen dann beim nächsten Kreis. Rechts, rechts, schrittisch. Der kommt, der kommt, der kommt. Er ist in die Claymore gerannt, okay. Jetzt kommt er. Sprengsatz hat er platziert. Beide. Noch da einer. Ist einer. Okay, der ist K.O. Self-Wiederbelebung. Robert, wir haben das ganze verdammte Team ausgelöscht. Wunderbar. Wieder in deiner Ecke. Jetzt fehlen mir alles gut. Platten.
Platten, warte mal hier, ich leg, wie viel brauchst du? 1, 2, 3, 4. Hier liegen noch Platten. Hier liegen auch noch Platten jetzt. Nee, ich brauch keine. Nimm die alle wieder. Ich habe 6 Platten gefunden. Die liegen alle im Gang da verstreut. Alles klar. Sehr schön. Okay, von Nord, Achtung, warte mal. West, Nordwest ungefähr. Könnte auch sein, dass der hier reinkommt. Ich habe nämlich gehört, dass die hinter der Tür sich die Platten angelegt haben. Deswegen dachte ich mal, die Türen auf. Ihr habt 2 Leute. Ja. Okay, ja. Wir müssen jetzt müssen wir haben ein Auto. Aber nicht über den Innenhof laufen. Wenn, dann hier die andere Tür raus. Wir müssen mal kurz warten. Kommt der Kreis jetzt schon? Ja, ne? Er kommt schon, ja. Na, guck mal, wie viele Leute hier noch. Und dann hörst du das? Auch egal, wie wir rausgehen, das wird auf jeden Fall. Ja. Auch gegenüber uns. Überall. Ja. Kannst du mal die Tür aufmachen einfach und ich guck mal von hier so aufmachen. Hältst du die linke Tür im Auge? Auto ist 9 Meter direkt hier bei uns, aber über uns wahrscheinlich der Typ. Ja, über uns. Ja, wenn wir uns eng an der Häuserwand lang bewegen. Dann kann der uns ja eigentlich nicht so. Wir haben auch noch die Gasmasken, ne? Ja, eben deswegen. Deswegen wollte ich jetzt noch nicht so abhauen. Aber, jetzt müssen wir aber. Oh, ich hab einen gesehen, alles gut. Warte kurz. Er kommt vielleicht hier rein, wenn er dumm ist. Okay, Gas kommt weg. Häng an der Häuserwand lang. Wohin am besten? Hier landet einer. Ja, in die Richtung, ja, genau. Boah, Alter, das Gas wird immer schneller, wa? Hier in den Buggy rein. Los, Robi. Du musst unbedingt links. Ja. Okay, ja. Alles im Blick. Okay, du hast es gerade so überlebt. Fahr einfach weiter. Alter, raus hier. Raus. Ich hab mich total verfahren. Oh ja, wo sind wir? Oh Gott. Hier rein, wir sind sicher. Ja. Ich seh's. Erstmal hier rein. Oh, Platten andrücken. Hier sind wir. Wir sind nicht in der Zone drin, aber das macht. Nein. Das macht nichts. Lass uns mal hier bleiben kurz. Lass uns mal wirklich hier bleiben. Weil ich glaube, dass das ist jetzt. Also ja, wir haben keine Gasmaske mehr. Nee, hier ist ein Einkaufswagen. 27 Meter. Genau, komm, hier neben. Scheiß drauf, ich geh jetzt auch zu dem Wagen. Komm, ab in und dann endet Fabrikgelände am besten. Ich komme. Oh, hier ist einer. Oh, nein, da oben ist eine Loge. Nein, ich kotze. Da oben kann man rausgucken. Oh nein, das war so dumm. Scheiße. Ich renne extra dahin, weil ich denke, da kann sie mich nie sehen. Oh nein. Warte mal. Noch einer. Denk dran, der könnte... Nicht, dass der hinter dir kommt. Nee. Scheiße. Nee. Das kann... Scheiße, den hättest du beschießen müssen. Der, bitte. Der ist ratzfatz. Ja, genau, Alter. Springt, ist der um eine Ecke drum. So ein... Was? Ja, das wusste ich nicht. Ich dachte, der braucht mindestens 2 Sekunden, bis der um die Ecke drum ist. So eine Hure, ey. Du mit Arschloch. Voll übertrieben. Kann nicht Scheiße, so eine sein, gute ey. Runde, ey. Aber das war dumm. Ich habe nicht gesehen, dass man da oben rausgucken kann. Das habe ich nicht gesehen. Das war wie so ein... Ich habe es auch nicht gesehen. Ich hab wie so eine Scheiße. Ich hab tätig, ey. Oh Mann, ey. Aber ich habe schon gesehen... Ja, ich hätte den gleich beschießen müssen. Ja, das war dumm. Ja, ich dachte halt, bin ich... Genau die Fehler. Ich wollte den halt von hinten dann überraschen. Und dann kam auch schon der Nächste, dem wäre ich direkt in die Arme gelaufen da. Kam dann noch einer? Nee, das war glaube ich, die waren nur zu zweit.
Glaube ich. Nee, da kam noch, als ich jetzt um die Ecke gerannt bin. Okay. Ja, genau in dem Moment, als ich abgeknallt wurde, habe ich den noch eine Sekunde gesehen. Aber fünf, du hast sechs Leute gegangen und ich habe fünf, ne? Das war deutlich mal besser. 12 Abschüsse, ja, das ist doch gut. Ist doch erstmal gut für uns beide. Finde ich auch. Ja, und ich finde, so macht es halt auch voll Laune und dann schleichen ist halt manchmal auch gut. Aber so hast du halt, ich meine, jetzt hatten wir auch eine richtig geile Position da, fand ich, in der Bar drinne. Nur in dem Gang halt mit dem Raketenwerfer, dann wurde kurz eng. Und das war, und so absprechen, das muss auf jeden Fall auch sein. Kurze, präzise Anweisungen am besten, wenn es etwas rauer denn zugeht, aber das ist ja dann dem Spiel schuldet. Also wenn mal irgendwas ist, dann nicht übel nehmen, das ist dann einfach nur aus der Emotion heraus. Doch, da bin ich sehr nachtragend. Wollen wir noch eine? Ich heul dann nachts zu Bett. Ja. Meine, machen wir noch. Will mir noch eine drehen schnell, bin gleich fertig. Und dann geht's weiter. Oh, das macht so krass. Also ich bin so süchtig, momentan so auf dem Call of Duty-Trip. Das ist ganz schlimm bei mir. Also ich hab natürlich, denke auch noch an andere Sachen so, aber ich durch die zock's Warzone halt. Ja, Warzone, und mir macht halt der Multiplayer voll Spaß und ich habe halt voll Bock darauf, jetzt mal so ein bisschen versuchen besser zu werden. Und das klappt eigentlich im Multiplayer ganz gut, deswegen dachte ich jetzt Warzone, ey, aber manchmal, wenn er halt, das ist halt auch krass, diese Waffenunterschiede, ne, zwischen den ganz normalen Waffen und dann halt die legendären oder so. Das ist dann halt schon, merkst du halt schon. Das finde ich eigentlich am Anfang müssen aber wenn wir immer schnell looten. Das ist auf jeden Fall immer mit der bestmöglichen und immer muss das eigentlich das Ziel sein, am besten so schnell wie möglich, so wie sich es halt vereinbaren lässt, halt diesen Loadout-Drop zu holen. Weil das ist die sichere Variante, definitiv an seine Ausrüstung zu kommen und auch halt die früheste. So dass du halt von vornherein schon ein bisschen im Vorteil bist und dann kannst du halt vielleicht dann auch noch ein paar Leute abknallen, richtig schön Cash. Selbstwiederbelebung holen, Drohne holen und Munitionskoffer und sowas holen und dann halt voll losrocken. Weißt du, das hat halt auch seine Vorteile. Wenn wir unsere halt Ausrüstung haben, dann läuft das doch immer ganz gut. Ja. Wir holen die Ausrüstung und dann dann holen wir auch die Kills, weil man halt mit der Waffe gut. Eigentlich müsste es so sein, also wenn man normalerweise Platten und so finden wir ja genug und Gasmaske findest du ja auch sehr oft, ich nicht so, aber normalerweise, wenn man an so einer Einkaufsstation geht, wäre das geilste, wenn es halt alle Dude läuft, gleich am Anfang so ein Loadout holt und dann danach halt eine Gasmaske, wenn man halt braucht bei Bedarf, eventuell halt Platten, je nachdem wie viel Geld man hat. Ich meine, du kriegst ja ruckzuck, kriegst du ja echt viel Geld zusammen. 1-2 Aufträge erledigt, am besten diese Plünderungsdinger. Wenn du Glück hast, ich bin mittlerweile auch mehr so ein Fan davon, fast in der Mitte von der Zone zu landen. Das ist an sich wahrscheinlich dumm, aber irgendwie habe ich das Gefühl. Ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, weißt du, warum ich das abführe, sag mal, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist halt unklug, weil wir ziehen ja trotzdem unsere Runden. Wir müssen ja looten und dazu laufen wir. Und wenn wir dann in der Mitte landen und dann ist da halt nichts, dann müssen wir uns ja wieder wegbewegen. Und dann machen wir ja. Aber wir wissen ja, wo wir landen, wissen wir ja, dass da schon Loot ist, meistens in den Häusern. Und das Ding ist ja, dass du halt nicht diesen Druck durch die Gaswolke dann immer hast. Du kannst erstmal in Ruhe so 4-5 Häuserblocks da durch scannen und alles einsammeln. Da kommt halt immer drauf an, was in der Mitte ist, ne? Vom jeweiligen Kreis. Ist ja nicht immer dasselbe. Das ist ja nee, das stimmt. Ja, wenn es jetzt halt Farmland oder so ist, dann nicht gerade, ne. Ja, richtig. Aber bei Downtown geht eigentlich immer ganz gut. Ja, können wir machen. Und da muss man halt auch Glück haben, wo der Kreis hinwandert. Guck mal kurz einen Asche. Da sagen wir mal nicht ganz. Ja, nee, ich höre noch zu. Nicht ganz zentral, sondern vielleicht so im äußeren Drittel des Kreises. Na, dann kannst du ja mal ansagen, wenn wir jetzt die nächste Runde starten. Mach einfach mal einen Vorschlag, wir probieren es aus. Wenn wir auf jeden Fall drauf fangen, ist ideal. Gut, bis der Typ ist ja eigentlich immer. Lass mich mal jetzt erst los, sonst stehe ich jetzt hier noch. Nee, Moment. Ja. Mach mal,